Hallo, mein lieber Steinbock. Ja, ich weiß, ihr habt sehr lange darauf gewartet. Nun ist auch endlich für euch eine Speziallegung. Ich freue mich sehr und bin sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Und vorneweg möchte ich, wie immer, euch daran erinnern, dass ihr mich jederzeit unterstützen könnt, wenn euch meine Arbeit gefällt. Mein PayPal-Link ist unten eingeblendet. Das heißt, jegliche Spender in jegliche Größe ist willkommen. Dafür sorgt ihr für den Energieausgleich. Ihr helft mir, meine Arbeit hier weiterzumachen. Ihr helft euch selber, dass ihr selber quasi in eure Wertigkeit investiert. Ihr helft dem Gesamten. Dass natürlich auch die Videos durch das Liken, durch das Kommentieren, durch das Abonnieren, dass die Videos weiter verbreitet werden und viele weitere wundervolle Seelen und Herzen da draußen davon profitieren können und zur Erkenntnis, zur Erleuchtung vielleicht dadurch gebracht werden. Für deine private Legung, wenn du eine private Legung von mir haben möchtest, sehr, sehr gerne, schreib mich einfach entweder über Instagram, dort heiße ich genauso wie hier, Funky Russian Girl, ich lese alle meine Nachrichten. Folge mir auch gerne auf Instagram oder schreibe mir einfach auch eine E-Mail. Die ist unten ebenfalls eingeblendet. Sie heißt post at funkyrussiangirl.love. Und ja, dann werden wir über den E-Mail-Verkehr quasi auch einen Termin oder mehrere Termine für dich vereinbaren, je nachdem, wie viel du möchtest, wie viel du brauchst. Gut, meine lieben Steinböcke, ich würde mal sagen, es geht los. Ich habe alles gesagt und wie gesagt, ja, durch die Dankbarkeit, die du äußerst, egal auf welche Art und Weise, öffnest du selber dein Herz und erlaubst dir selber, dass die Botschaft dich auf der Herzensebene erreicht. So, nun geht es los, meine wundervolle Quelle. Nun bin ich bereit für weitere wundervolle Menschen und Seelen da draußen eine Legung zu machen. Meine liebe Quelle, für die wundervollen Steinböcke da draußen. Hilf mir wahrhaftig, leicht, liebevoll, euch, den Steinböcken da draußen die Botschaften zu überbringen. Ich liebe euch, meine wundervollen Steinböcke. Ich liebe das, was ich hier tue. Ich liebe dich, meine wundervolle Quelle. Ich liebe mich. Wunderbar. Irgendwie sehe ich ganz viel Glitzer. Ganz viel goldene Glitzer. Okay, mal schauen. Meine liebe Quelle, ich danke dir. So, dann legen wir los. Dann geht es mal mit dem Schaffeln los. Attacke. Liebe Quelle, für die Steinböcke, bitte. Für die Steinböcke. Okay, los geht's. Okay, was ist das Hauptthema gerade in eurem Leben? Vergangene Leben. Da würde ich mal sagen, ihr arbeitet gerade etwas auf, was euch eine karmische Aufgabe und vielleicht, wenn ihr euch fragt, warum euch diese Dinge passieren, warum birgt ihr so viele auf eure Schulter auf und warum müsst ihr das alles machen, weil ihr spürt so eine richtige Verantwortung in euch, obwohl es euch keiner gesagt hat und obwohl ihr euch selber manchmal wirklich selber fragt, oh mein Gott, stamme ich das wirklich alles, warum ziehe ich immer das an oder warum ziehe ich gerade so viele auf meine Schulter. Es ist tatsächlich eine karmische Verbindung, eine karmische Aufgabe, die hier zu lösen ist. Okay, Geizhals, was bedeutet das? Vielleicht müsst ihr gerade sehr viel. Okay. Okay, ihr lernt gerade Grenzen zu setzen. Ihr lernt gerade. Vielleicht das, was ihr damals nicht geschafft habt im vergangenen Leben. Und das hat zu eurem Untergang geführt. Das hat dazu geführt, dass ihr vielleicht sogar finanzielle Verluste erlebt habt im vergangenen Leben. Vielleicht löst ihr auch gerade die karmischen Aufgaben von euren Eltern auf. Das heißt, es kommt hier alles zusammen. Er heilt gerade eurer Familie quasi, eure Wurzeln. Ihr seid vielleicht in der siebten Generation. Ihr seid der Mutige oder die Mutige in eurer Familie.
die quasi sich anders entscheidet. Es geht hier irgendwie auch so um die, zu einem um die Wertigkeit, dass man sagt, okay, wir haben auch zusammen mit der Karte vergangene Leben auch Karte Geizhals. Und es muss nicht immer was Negatives sein. Das ist das Gleiche, wenn jemand sagt, du bist so egoistisch. Und wir wissen, dass auch, über sich denken, an sich denken in der ersten Stelle ist natürlich wahnsinnig wichtig, damit man selber im Fokus bleibt, damit man selber seine Macht nicht verliert, damit man selber fokussiert bleibt. Und das ist gerade das, was ihr lernt. Und ich würde mal sagen, die karmische Aufgabe ist es tatsächlich, seine Mitte zu finden. Auch mal zu sagen, nee, ich könnte dir helfen, mache ich aber nicht. Und es geht hier auch um die Lösung. Okay. Es geht auch um die Verbindung, zwischenmenschliche Verbindung. Das heißt, auch vielleicht partnerschaftlich, dass man lernt, Grenzen zu setzen, dass man lernt, innerhalb einer wundervollen Beziehung tatsächlich Mut zu haben und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das aber nicht böse, sondern tatsächlich aus dem tieferen, innersten Herzen, weil es wirklich das jetzt aufgelöst werden muss. Vielleicht habt ihr sogar auch eure den Gegenpart für diese Aufgabe gerade auch getroffen und ihr lernt gerade tatsächlich neue Wege zu gehen innerhalb der Beziehung. Ihr lernt euch gerade selbst kennen und ihr müsst wahrscheinlich auch diese mutigen Schritte gehen, die vielleicht natürlich, wenn ihr das anschauen werdet, von außen sieht das so pillepalle aus, aber für euch ist es wahnsinnig großer Schritt, tatsächlich auch Positionierung innerhalb der Beziehung. Wie positioniere ich mich meinem Partner gegenüber? Und das ist, und natürlich, wir wissen ja, ne, je länger die Energien in etwas fließen, desto schwieriger ist, da rauszukommen. Und wenn es noch eine karmische Aufgabe ist, ist es natürlich noch doppelt, dreifach, fünffach so schwer, die gewisse Dinge aufzulösen. Und es geht hier um Herzschmerz. Es geht drei der Schwerte, Königin, König der Schwerte. Es geht um einen verletzten Mann. Es geht um die verletzte Männlichkeit. Vielleicht gilt es sogar hier um eine Vergewaltigung. Vielleicht gilt es hier um die Vergewaltigung im vergangenen Leben aufzulösen. Manchmal führen auch Vergewaltigungen von den Kindern, von den Jungen sozusagen auch dazu, dass im nächsten Leben zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Beziehung erzeugt wird, weil es noch quasi diese Muster in sich prägt. Und vielleicht kann es sogar sein, dass es dieses Thema noch hochkommt, wenn es zum Beispiel um eine gleichgeschlechtliche Beziehung geht, dass da Themen hochkommen. Und diese Themen kommen, wie gesagt, nicht aus diesem Leben, sondern die sind tiefer verankert. Und es geht, wie gesagt, um Herzschmerz, es geht um die verletzte Männlichkeit, es geht aber auch gleichzeitig um Neuanfang. Es geht um Neuanfang, es geht um sich neu definieren und sich nicht mehr von einem alten Schmerz beeinflussen zu lassen, sondern tatsächlich, es geht um ja, Neubeginn. Und auch wenn du eine Frau bist, gilt es hier genauso für dich, weil das kann sein, dass wir wissen alle, dass Manipulation, Vergewaltigung, egal auf welcher Ebene, körperlich, mental, sexuell, emotional, das erleben wir alle und das haben wir alle schon erlebt auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen Bereichen und auch in unterschiedlicher Intensität sozusagen. Und auch wenn du zum Beispiel auch als Frau eine Vergewaltigung erlebt hast, egal ob auf der physischen Ebene oder zum Beispiel, wenn es Vergewaltigung mentale und emotionale Natur war durch die narzisstischen Eltern, tragen natürlich auch die Eltern diese Muster in sich. Und das hat natürlich auch am Ende deine Sexualität, deine Verbindungsfreudigkeit mit dem anderen oder mit dem gleichen Geschlecht wahnsinnig beeinflusst. Und wow, das kommt gerade hoch, weil du jetzt sagst, nee, ich lasse nicht mehr die Energien, egal auf welche Art und Weise und egal in welche Konstellationen dich bedrängen, du lässt dich nicht mehr von der Matrix sozusagen ausnutzen, du lässt dich nicht mehr von anderen Energien, deine sexuelle Energie einfach so rauben. So sehe ich das. Yes, wow.
Krass, wow, Steinbock. Als hätte ich gewusst, dass ich mit diesem Thema noch warten möchte. Das fühlt sich gerade wirklich so ganz, ganz anders an als so die Energien, natürlich wie jedes andere Sternzeichen. Und es ist Wahnsinn. Ich bin mir wahnsinnig dankbar, dass ich das gerade lesen darf. Das ist unglaublich. Das ist richtig groß. Das ist wirklich groß. Also wenn du wirklich merkst, du siehst da gerade in deinem Wohlsein, in deinen Gefühlen, kriegst du gerade keine Antwort aus deinem Leben, weil du merkst, es kommt weder aus meiner Erziehung noch aus meinen Familienkreisen. Das kann wirklich sein, dass es eine Geschichte, die ist, die noch länger quasi länger her ist, sagen wir mal so. Und warum willst du das auflösen? Weil unterbewusst weißt du, du bist irgendwie anders und unterbewusst weißt du, du kannst dich nicht mit anderen vergleichen. Und natürlich aber die Prägung der Gesellschaft, na, dieser Vergleich, das ist ja in der Gesellschaft drin. Erziehung baut ja auf dem Vergleich sozusagen auf. Na, die Noten in der Schule, Autos, andere Wertgegenstände, tragen ja alle dazu bei, die Werbung. Es trägt alles dazu bei, gleicher Kleidungsstil, trägt dazu bei, gleich zu sein. Und wenn man merkt, dass man anders Leben hatte oder sich anders fühlt, kann man sich ja nirgendwo einfügen. Und das, du merkst ja dich irgendwie, dass du anders bist. Und ja, tatsächlich, weil jeder hat sein eigenes Chaos im Leben und dieser Chaos ist seine eigene Perfektion. Denn wir wissen, dass. Wenn wir uns die Sterne, die Luft kam gerade hoch, das war eine Bestätigung. Dankeschön. Wenn wir uns quasi die Ordnung im Universum anschauen, würden wir mit unserem menschlichen Verstand nur Chaos erkennen. Aber da ist eine perfekte Ordnung geschaffen. Nun, auch wenn du quasi dein Leben vielleicht als Chaos oder als, ja, als Chaos, als noch nicht angekommen siehst oder anders, weniger, nicht vollkommen siehst, dann möchte ich dir sagen, dass dein Leben perfekt ist. Dein Leben ist genauso, wie es ist, perfekt. Und genauso, wie es war, ist es perfekt. In diesem Chaos ist eine perfekte Ordnung. Ja, aber gleichzeitig willst du dich bewusst in die Versenkung bringen. Jetzt möchte ich aber nochmal reinschauen, was bedeutet hier nochmal mit dem Vergleich. Ist es der Person bewusst? Oder ist es quasi das, was unterschwellig noch ist, aber man möchte da raus? So nehme ich das tatsächlich wahr. Du wurdest vielleicht mit anderen verglichen in deiner Kindheit und das wurde zu deinem Teil deines Denkens sozusagen, weil du wusstest, du kannst dich eigentlich mit anderen gar nicht vergleichen. Wie denn auch, ja, das bereitet dir mega Schmerz und Stress, aber du bist im Wandel und du unterbewusst war das alles notwendig, damit du zu deinem Schöpferdasein gelangst. Das heißt, mein lieber Steinbock, wie ich vorhin gesagt habe, gerade eben, darin ist eine perfekte Ordnung geschaffen und darin ist es ist alles richtig. Wie es passiert, es ist alles richtig. Das heißt, du wurdest natürlich, wie ich gesagt habe, na, die Gesellschaft, die aktuelle 3D-Welt versucht uns noch gleich zu machen. Und wenn man irgendwie anders ist, wird man sofort runtergeduckt und gedrückt. Aber du weißt, unterbewusst und immer mehr bewusst, dass du dich gar nicht vergleichen kannst. Du bist anders, dein Leben war anders, aber am Ende ist jedes Leben von jedem Menschen ist anders. Und du weißt, dass das Thema Vergleich. Ach, schau mal, drei der Münzen, drei der Stäbe. Es geht hier um die Vereinigung der inneren Dreifaltigkeit. Es geht hier um die Vereinigung von Mutter, Vater, Kind. Es geht um die Vereinigung zwischen der Seele, dem inneren Kind und dem höheren Ich. Herzens, die Herrscherin, die Weiblichkeit wird geheilt durch die Liebe. Du weißt, die Antwort ist die Liebe. Die Antwort ist tatsächlich die Liebe. Die Antwort ist auch die Verbindung. Der Herrscher, wow. Die Herrscherin und der Herrscher. Das heißt, etwas, was entweder in diesem Leben oder in vergangenen Leben passiert ist. Okay, sag mal so,
Die Antwort ist so, es ist dir sogar in vergangenen Leben passiert. Nun musste es dir in diesem Leben wieder passieren, damit du den Kreislauf unterbrichst. Das heißt, es wurde ein Raub deines Seins stattgefunden in den vergangenen Leben. Die Wiederholung vielleicht in einer sanfteren Form ist in diesem Leben passiert. Und die Aufgabe ist, deine Beziehung zu heilen. Wir haben hier den Herrscher, die Herrscherin und die Liebenden. Das heißt, weil du weißt, am Ende die Antwort ist eine Verbindung. Du kannst es schon machen, aber du weißt, zusammen seid ihr stärker. Zusammen könnt ihr gegenseitig heilen. Und durch den Vergleich, weil du vielleicht vergewaltigt wurdest, weil deine Sexualität, deine Bereitschaft, eine Verbindung einzugehen, überhaupt die Klarheit, die Klarsicht zu sehen, dass da draußen gesunde Männer und gesunde Frauen gibt, die wurde ja quasi dreckig gemacht. Das heißt, und das macht dir zu schaffen, weil am Ende willst du ja eine harmonische Beziehung, willst du ja eine Beziehung zwischen einem Herrscher und einer Herrscherin. Und du weißt unterbewusst, dass es eigentlich die Antwort ist. Und das ist jetzt quasi deine letzte Prüfung. Und aber der Vergleich, der noch unterschwellig da ist, der zieht dich quasi noch zurück, weil es noch in dir denkt, dass du nicht in Ordnung bist, weil du es nicht verdient hast. Aber wir wissen alle, es ist nicht so. Wir haben alle die Fülle verdient. Du hast die Fülle verdient. Was bedeutet hier die Versenkung? Aber aktuell willst du nur allein sein. Aktuell willst du dich eigentlich nur zurückziehen und echt keinen sehen. Aktuell willst du keinen sehen und aktuell hast du auch dein Herz verschlossen. Oder vielleicht ist gerade jemand in dein Leben reingetreten und du merkst, oh, je näher diese Person kommt, desto wärmer wird das. Das ist so ein Spiel, warm, kalt, warm, kalt. Und du merkst, je näher diese Person dich aufspürt, desto heißer wird das. Und nicht nur, weil es heiß zwischen euch abläuft, sondern du merkst, oh, da kommen die alten Wunden hoch. Du hast Angst, wieder ausgespielt zu werden. Da kommt wieder der Verstand hoch, der versucht, dich zu manipulieren, Totalität. Der versucht, dich wieder in die, ne, in die, quasi dich wieder zu catchen. Und gleichzeitig aber weißt du, wenn dir diese Person dir begegnet, dann hast du die Vollkommenheit, dann kannst du alles quasi in dein Leben integrieren, dann hast du quasi alles erlebt. Und das macht dich so ein bisschen, das macht dir Angst. Das heißt, je näher die Person kommt, desto mehr ziehst du dich zurück. Obwohl du dich eigentlich verbinden willst und obwohl spürst du, das ist eigentlich, das ist dein Twin Flame. Ihr wurdet füreinander bestimmt sozusagen. Und ja, und in dir drin kämpft es. Du hast Schuldgefühle. Das Paradoxe daran, du wünschst dir das, aber gleichzeitig hast du Schuldgefühle. Und es kämpft in dir. Und je mehr näher die Person kommt, desto mehr gehst du in die Versenkung sozusagen und desto mehr fühlst du dich allein. Warum ist es so? Was ist hier die Lösung? Beziehungsweise, warum ist es so? Ritter der Kelche, ja klar, weil man sich denn. Warum ist es so? Weil man vor diesem Gefühl immer weggerannt ist. Als es dir damals passiert ist, in den vergangenen Leben und vielleicht in diesem Leben, musste man ja irgendwie sagen: Okay, das, was gerade passiert, kann ich nicht nachvollziehen. Das, was gerade passiert, ist nicht von dieser Welt. Und ich kann das als Kind nicht mit meinem Herzen sehen. Ich muss mein Herz schließen, weil das kann ich gerade nicht greifen. Und das hat man mit sich rumgetragen. Und jetzt diese Person öffnet das gerade. Das heißt, du weißt, das ist eigentlich die Lösung. Das ist wirklich der geilste Mensch, den dir jemand begegnet ist. Und du weißt, du willst mit ihm zusammen sein und du willst in die Innigkeit gehen. Du willst ihn oder sie kennenlernen. Du willst, dass ihr euch verbindet. Aber gleichzeitig weißt du, da ist noch etwas, was dich nicht nach vorne gehen lässt. Da sind sogar noch Schuldgefühle. Weil wenn du selber als Opfer, wir wissen das, als die Opfer fühlen sich auch schuldig dafür, was passiert ist.
Zehn der Stäbe, aber hier gilt es tatsächlich, wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt stark genug, ich habe meine Vision vor mir, ich sammle meine ganze Kraft und ich ziehe von dann. Wie löst man, ich habe gerade die Karten gefragt, ja genau, wie löst man das? Warum sind die Schuldgefühle hier? Weil man sie lange mit sich rumgetragen hat. Acht der Münzen. Am Ende hast du auch aus den Schuldgefühlen heraus gearbeitet, weil du dich schuldig gefühlt hast. Das, was dir passiert ist. Und du wolltest dich daraus. Ah, okay. Die Schuldgefühle waren ja am Ende dein Antrieb. Das heißt, was dir passiert ist, du wolltest dich daraus katapultieren. Das heißt, du wolltest dich durch viel Arbeit, durch viel Leistung, durch viel Verdienst, bist du quasi davon weggerannt. Das heißt, du wolltest dich bereinigen durch viel Arbeit. Das heißt, Schuldgefühle waren dein Antrieb. Und natürlich hast du Angst, die Schuldgefühle wegzulassen, weil du weißt, wenn du dich nicht mehr schuldig fühlst, auch wenn du nicht bewusst darüber denkst, aber wenn du nicht mehr schuldig bist, bist du nicht mehr leistungsfähig. Das klingt sehr paradox, aber glaub mir. Und wir haben hier mehr. Aber du weißt, du musst dich dem Ganzen stellen. Wir haben hier vier der Kelche und Versenkung. Ganz warm hier. Vielleicht ist es auch jemand mit dem Element Fische, diese Person. Weil, wenn du diesen Menschen begegnen möchtest, auf wahrhaftigen Ebene, die Fische lieben ja Tiefe und der Mond steht für die Fische, bist du gezwungen quasi mit ihm abzutauchen. Und je tiefer du gehst, desto, wie gesagt, dann kommst du auch in deine Themen rein. Was war früher? Stille. Was bedeutet Stille? Karten, was bedeutet Stille? Innere Stimme, Fülle. Was bedeutet das? Abenteuer. Ja, vielleicht bis jetzt hast du dich mit dem Thema nicht beschäftigt. Das war nicht präsent. Dir ging es gut. Es war alles super. Und aber vielleicht durch das letzte Jahr, durch die Umstellung im Außen, durch die generelle Erhebung. Wir haben, für die Vergangenheit haben wir wundervolle Karten. Das heißt, deswegen, es kann vielleicht sogar sein, dass du vielleicht nicht mal eine Vergewaltigung in diesem Leben zum Beispiel erlebt hast, dass du eigentlich ziemlich gut aufgewachsen bist in einer guten Familie, aber du weißt nicht, was das ist, dass diese Person in dir etwas auslöst, weil schau mal, für die Vergangenheit haben wir Stille, das heißt, am Ende ist es ein ziemlich ein schönes Element. Es kann aber auch bedeuten, dass man still war und sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat, dass man quasi weggepackt hat, aber auch gleich, ich sag mal, innere Stimme, du hast auf deine innere Stimme gehört, wir haben Fülle, wir haben Abenteuer, wir haben Feier und das kann sein, dass es quasi jetzt nach der Zeit des Abenteuers, Feierlichkeits, Wegrennen sozusagen, jetzt die Zeit kommt der Versenkung, weil das ist das, was jetzt bewusst ist, das, was du möchtest. Ja. Und das ist jetzt quasi deine Aufgabe tatsächlich, weil du das weil du quasi die Zusammenhänge nicht sofort sehen kannst und aber vielleicht dieses Zittern habe ich gerade als im Kopf oder vielleicht geht es dir gesundheitlich auf einmal manchmal krass, dass du Herzrasen bekommst, nicht schlafen kannst, Migräne bekommst, dein Kopf schmerzt, dass du auf einmal sagst, Alter, wo kommt das auf einmal her? Ich kann es mir das nicht gründen, nicht erklären. Aber ich sage es dir, das ist jetzt quasi die Zeit für die Auflösung der karmischen Aufgabe, weil wir haben hier alle eine Aufgabe. Und jetzt wird es quasi immer lauter. Dieses eine Thema. Was steht für die? Okay, für die Zukunft haben wir das Thema Vertrauen. Das heißt, du wirst jetzt dem Leben vertrauen.
Und ich sehe da sogar, dass du jetzt nicht, also jetzt kein Mensch bist, der jetzt dich völlig getrennt von deiner inneren Stimme bewegt. Also das heißt, auch in der Vergangenheit hast du ziemlich gut auf deine innere Stimme gehört. Also das ist jetzt nicht so, dass du völlig hier abgetrennt bist von deinem Inneren. Aber wie gesagt, das war wahrscheinlich jetzt noch nicht an der Zeit. Das heißt, bis jetzt hast du Erfahrung gesammelt. Bis jetzt hast du, ja, warst du auf der Abenteuer. Du hast quasi die eine Seite kennengelernt. Und jetzt, okay, für die Zukunft haben wir das Thema Erlebnis, Vertrauen. Das heißt, du erlaubst dir Dinge tatsächlich da reinzutauchen in dieses Thema. Was bedeutet das nochmal? Okay, Geduld. Kreativität, sehr gut. Nochmal bitte, was passiert in der Zukunft? Vertrauen, was ist das? Oh, Thema Tod ist rausgefallen und zwar geschossen auf den Thema Vergleich, auf das Thema Vergleich. Das heißt, du wirst tatsächlich das Thema Vergleich abschließen. Du wirst mit der Vergangenheit abschließen. Du wirst dich auf die neuen Abenteuer des Lebens quasi verlassen und du wirst, ja, du wirst dieses Thema kreativ lösen. Ich sehe hier Kreativität, Geduld. Was haben wir noch? Bitte noch mehr Erklärung für das. Okay. Ja, nochmal. Wow. Dreimal die Schwertenergie. Fünf der Schwerter, acht der Schwerter und zehn der Schwerter. Und dritte der Münzen. Das heißt, dir wird es in der Zukunft bewusst, was du eigentlich wirklich wert bist, was dir bis jetzt noch nie so richtig bewusst war. Das heißt, die alten Gedanken, die werden dann tatsächlich gehen. Du wirst dich dem Ganzen stellen und du wirst dich auch zurückziehen. Du wirst quasi in diesem Rückzug Entscheidungen treffen und du wirst Entscheidungen treffen und sagen, okay, ich vertraue ins Leben. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber du wirst dich dem Ganzen öffnen. Noch mehr für die Zukunft. Oh wow, oh wow, okay. Wir haben The Lovers für die Zukunft. Wir haben drei der Emotionen. Page der Emotionen und Ace of Inspiration. Also, mein lieber Schatz, du wirst dich auf eine Verbindung einlassen und zwar, das wird eine ganz, ganz neue Verbindung sein. Vielleicht wirst du von einem gleichgeschlechtlichen Partner auf wie gesagt, verschiedene geschlechtliche Beziehung einlassen, weil all die vier Karten kopfüber gefallen sind. Das heißt, es wird schon so in deinem Sinne passieren, aber anders als du das erwartest. Das heißt, auch eine Beziehung wird eine andere sein. Das wird auch oder vielleicht wirst du dich von einem heterogenen Beziehung oder einer heterogenen Beziehung auf eine gleichgeschlechtliche Beziehung einlassen, um gewisse Themen zu lösen, zu heilen. Auf jeden Fall geht es hier auch um eine Verbindung, drei der Emotionen, Three of Cups. Das heißt, es findet auch die Heilung der inneren Dreifaltigkeit auf jeden Fall auf eine neue Art und Weise. Ja, du entscheidest dich tatsächlich für dein inneres Wohl und du gehst neue Wege und dafür steht auch die Kreativität. Auf jeden Fall wartet auf dich eine neue Zukunft und zwar die du vielleicht weniger planst. Wie gesagt, es kommt anders als du denkst, aber in deinem Sinne. Das heißt, alles wird für dich geschehen und alles wird in deinem Sinne passieren. Wie siehst du dich selber gerade? Moralität, du fühlst dich gerade noch verpflichtet. Und du tust gerade Dinge oder du fühlst dich, du musst Dinge tun, die dir aber eigentlich keinen Spaß machen. Was bedeutet das? Ups. Und diese Erkenntnis lässt dich zu einem Wiedergeburt kommen.
Das heißt, du merkst gerade, weil wie erkennen wir wissen wir, was wir etwas nicht wollen, indem wir etwas, oder was wir wollen, indem wir tun, was wir nicht wollen. Das heißt, du machst gerade vielleicht vermehrt, vielleicht bist du gerade in einer Beziehung, wo du unglücklich bist und diese eine Person ist gerade reingekommen in dein Leben und du merkst, wow, es geht auch anders. Das heißt, wenn es wirklich auf das Thema, ja, Verbindung geht. Wie sieht sich dein Bock gerade noch aktuell? Du willst da ausbrechen, du kannst da nicht mehr, du willst da nicht mehr. Vielleicht machst du es auch gerade. Du willst das Alte loslassen und du willst losziehen. Du willst frei sein, du willst dich nicht mehr verpflichten. Du willst frei sein. Loslassen und Rebell. Ja, weil du langsam in deine Wertigkeit kommst und du sagst, nee, also ich habe echt was Besseres verdient. Und vier der Stäbe, schau mal, vier der Münzen und vier der Stäbe. Und du weißt, dass wenn du das tust, wird ein Riesenerfolg sein. Du feierst dich gerade selber. Aber da ist noch ein bisschen, oh, da kam gerade mega Luft, aber da ist noch ein bisschen Verstand dabei. Das heißt, du willst da ausbrechen. Was ziehst du von außen an? Yes, Bewusstheit ziehst du an. Das heißt, alles, was du tust, trägt gerade dazu bei, dass du tatsächlich in deine Bewusstheit kommst und dass die alten Muster auseinanderknallen. Das heißt, du brichst gerade echt alle Rekorde. Steinbock, du brichst gerade alle Rekorde. Das muss ich mir aufschreiben, das ist jetzt die Überschrift für diese Legung. Du brichst alle Rekorde. Bube der Kelche, jetzt, yes. Weil du dich auf diese neue Verbindung einlässt. Du traust dich auf neue Gefühle. Kommt die Hohe Priesterin, das heißt, die weibliche Energie möchte sich ausleben, deine Weiblichkeit möchte sich ausleben. Die innere Mutter, die innere Frau, die verletzte innere Frau, die ausgenutzte, die ja, vergewaltigte innere Frau sozusagen. Das können auch die Muster, wie gesagt, von den Eltern sein. Wieder drei der Kelche, das haben wir schon mal gehabt. Alles führt dazu bei, dass du in deine wundervolle Fülle kommst und dass du selber entscheidest, welche Menschen, welche Energien, welche Gefühle sozusagen welche Gefühle möchtest du in einer Beziehung, in einer zwischenmenschlichen Beziehung erleben und welche nicht. Und das heißt nicht, dass du sagst, okay, ich meine, am Ende wissen wir, ne? Alles gehört mit rein. Aber es ist hier so eine bewusste, wie gesagt, vielleicht siehst du die drei Figuren und die eine kippt eher Kelch um. Und das heißt, also du selektierst gerade, das heißt, du gestaltest gerade dein Leben neu und du sagst, okay, das kommt rein, das kommt nicht rein. Was wünschst du dir? Faulheit bedeutet, vielleicht bist du auch müde von dem ganzen Stress hier. Du willst am liebsten einfach nur da sitzen und chillen und ein schönes Leben mit deinem Partner haben und sagen, ach, ich habe doch so viel gemacht, warum muss ich schon wieder was tun? Und du willst, dass es gleich erfolgreich wird. Verstehe ich natürlich, mein lieber Steinbock. Die Quelle, weil du ja weißt, du bist ja allmächtig. Was lehnt Steinbock ab in dem Moment? Was sieht das vielleicht nicht? Ach, der Kelche. Dass dieser Prozess notwendig ist, der gehört dazu. Vielleicht bist du in der achten Generation oder ja, du bist gerade in der achten, acht der Kelche. Dieser Prozess gehört dazu. Man möchte den überspringen, aber er gehört dazu, damit du wahrhaftig dich in die Freiheit begibst. Damit du deiner Seelenaufgabe nachgehen kannst. Du kannst das nicht überspringen. Gehört dazu. Was ist die Lösung? Harmonie. Herzheilung. Mein Schatz, Herzheilung. Und auf.
leuchtet alles. So, Harmonie, zehnte Wasser, zehnte Kelche, tatsächlich, wenn, dass man sich für die Beziehung entscheidet und dass man sagt, okay, ich bin zwar eine geile Sau und ich komme auch alleine gut klar und ich brauche keinen, aber wir wissen, zusammen sind wir stärker und nur zusammen in der Verbindung können wir die Erde heilen, indem wir wieder zusammenfinden. Mann und Frau, die Lehre. Wie gesagt, ich habe nichts gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ich habe sehr, sehr schwule Freunde. Ich finde das super. Aber ich meine, ja, wow. Yes. Was ist die Antwort? Was ist der Schlüssel für dich? Nun ist die Antwort der Karten Harmonie. Harmonie in die Beziehungen reinbringen. Tatsächlich alles auf Null setzen, ausradieren, die alten Sachen löschen sozusagen. Ich meine, die gehören zu deinem Leben. Das war dein Training. Aber tatsächlich in die Lehre kommen und sagen, okay, ich beginne jetzt von Anfang an. Ich weiß, dass ich nichts weiß und aus der Lehre kann ich alles machen. In der Lehre ist alles. Schau mal, die Liebenden, das ist die Lösung tatsächlich. Die Verbindung, die Liebenden ist die Lösung. Dass die Last endlich, dass die Verbindung von der Last befreit wird, dass wir in keiner Beziehung, in keinen Bindungen mehr verweilen, die Schuldgefühle einfließen ist. Aber wegen dir kann ich das nicht, wegen der Beziehung kann ich das nicht. Nein, die Zeit der Last ist vorbei. Die Beziehung ist keine Last, die Beziehung ist eine Bereicherung und die Beziehung ist eine Heilung. Die Luft kam gerade hoch. Und schau mal, dafür muss natürlich jeder in diese Beziehung, jeder Part muss für sich dastehen wie ein Meister. Und auch die Beziehung. Man kommt als ein Meister quasi in die Beziehung und die Beziehung gleichzeitig macht dich zu einem Meister. Das ist deine letzte Prüfung, mein lieber Steinbock. Das heißt, trau dich. Das ist deine Lösung. Trau dich, geh die Beziehung ein, löse deine karmische Aufgabe. Was ist dein Warum für dieses Leben? The Weaver, der Weber. Nature and the Sovereign. Tatsächlich, dass du die Zügel in der Hand hast und selber anfängst, dein Leben zu kreieren. Dass du quasi sagst, okay, ich weiß, es war so, wie es war und die Gesellschaft schreibt uns das vor, was auch immer, dass du alles auf Null setzt, dass du quasi in ein Nichts kommst, damit alles Mögliche entstehen kann. Damit du zum Weber deines Lebens wirst. Du kreierst dein Leben. Und zwar mit einer Souveränität, damit du die Autoritätsperson in deinem Leben bist und kein weiterer mehr. Das heißt, all die Aufgaben, all die Hürden, all die Herausforderungen in deinem Leben waren dafür da, damit du die Autoritätsperson in deinem Leben bist. Und schau mal, die Verbindung zur Natur. Deine Aufgabe ist auch, die Erde zu heilen. Du bist ein Erdelement. Du musst die Erde heilen. Das heißt, du bist dafür da, um die Erde zu heilen. Vielleicht fühlst du dich immer mehr zur Natur verbunden. Und dich quasi so im Guten verpflichtet quasi, ne, irgendwie. Das heißt, wenn, ja, du kreierst dein Leben. Du bist aufgerufen quasi, die Autorität in deinem Leben zu sein. Und die Erdheilung, die Heilung der Natur ist deine Aufgabe. Was ist deine Zahl? Sieben. Am siebten Tag, wie war das, ruht die Erde, was auch immer. Schau mal, deine Zahl ist sieben. Das heißt, wenn du demnächst die Zahl sieben vermehrt siehst, erinnere dich an dieses Reading, erinnere dich an deine Aufgaben, erinnere dich, dass es um eine karmische Beziehung geht, das heißt um karmische Verbindung, karmische Aufgabe. Durch die Verbindung mit dieser bestimmten Person heilst du dich selber. Diese Person heilt sich selber. Ihr heilt die Vorstellung von der Beziehung in der Welt und gleichzeitig heilt ihr auch die Erde. Das heißt, damit die Erde sich heilt, muss es jeder
in sich beginnen, somit wir uns alle connecten und gemeinsam kollektiv die Erde heilen. Wow! Ich hoffe, dass es mit dem Ton alles geklappt hat, dass das Video bis jetzt aufgenommen wurde. Manchmal irgendwie bricht irgendwas ab. Wenn du bis jetzt zugeschaut hast, ich danke dir vom Herzen und ich hoffe, dass du das zugeschaut hast, weil das ist ziemlich krasse Message. Wenn du eine private Legung haben möchtest, dann schreib mich gerne an, dann gehen wir nochmal detailliert in diese Verbindung ein mit diesem einem Menschen. Wir schauen, was passiert da energetisch, wo hakt es vielleicht, woran liegt das, was ist eure gemeinsame Aufgabe, das können wir uns alles anschauen. Sonst schau dir gerne meine Twin Flame, mein Twin Flame Reading, ich blende das auch unten ein. Das ist auch ein ziemlich starkes Reading für die Twin Flames, für die quasi Earth Mission, für die Mission hier auf der Erde, für euch beide. Ich wünsche dir vom Herzen alles, alles Liebe. Wie gesagt, alles war notwendig. Es waren deine Prüfungen, damit du jetzt in die letzte Prüfung kommst, damit du dich selber heilst, die Verbindung heilst und mit der Liebe quasi auch die Erde heilst. Meine lieben Steinböcke, alles, alles Liebe für euch. Teilt das Video, erzählt euren Freunden, Liebsten von meinem Channel. Schreibt mich wegen der persönlichen Reading-Legung an und bis zum nächsten Video. Bis dann.